Fallout, welcome back! Dieser, deine verschissene Schokoladenflaschenwasserkacke haben wir schon eingesagt. Hallo. Siedler, hallo. Wir sind die Besten. Tut mir leid, ich hab zu tun. Das ist aber blöd. Das war die Trulla, die gesagt hat, dass wir an ihren Scheiß dürfen, gell? Und was heißt das jetzt? Wir dürfen an die Werkbank? Tja, scheinbar ja. Ah, halt, warte. Hä? Ah, da hinten. Nee. Was haben wir jetzt davon? Du kannst ruhig mein Werkzeug benutzen. Was für Werkzeug? Wo hast du das überhaupt versteckt? Ah, hallo. Hallo. Jacob? Ich hoffe, dir gefällt es hier. Ja, schön. Kann ich ein paar Fragen stellen? Dann frag doch. Ich glaube, ich habe das schon gefragt, ne? Okay, Achtung, boom. Dan sagt, eure Leute belügen ihn. Wenn du mich fragst, hat Dan einen Hau weg. Ein Unser einziges Geheimnis sind die Zutaten in dieser Limonade. Und wenn du die von dieser erfährst, gib mir Bescheid. Wie sagt der Roboter? Die ist köstlich. Jacob, ich kann dir nicht so ganz glauben. Irgendwie bist du ein verdammter Lügner. Einen schönen Tag noch. Jacob, was hast du eigentlich... Jacob, warum hast du abgeschlossen? Das Schloss sieht stabil aus. Das Schloss sieht stabil aus. Oh, scheiße, Mann. Tut mir leid, ich hab zu tun. Ja, ich doch auch. Ich untersuch doch gerade hier eure Siedlung. Vielleicht... Ihr seid echt brutal eingedefft, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist mein Schlafsack. Hier werde ich wohnen. Wo geht der denn jetzt hin? Aha. Okay, wartet. Ich habe eine Idee. Wisst ihr, was wir machen? Wir rauben ihn einfach aus. Hey! Schön, hier mal ein neues... Ruhe, ich raub dich doch gerade aus. ...das Gesicht zu sehen. Hahaha! Hoho! Hat direkt geklappt, der Nass. Wartet mal, so. Langfinger. Ich möchte deinen Büroschlüssel. Fuck. Der Hund... Okay. Auf... Ein neues, Monsieur. Bleib doch sitzen. Sieht er mich jetzt? Ha! Ja, ich bin vor Freude gesprungen. Warte mal. Ah! Vielleicht noch den hier? Nein, bin ich nicht. Leute, guck mal, ich steck meine Waffe ein. Oh Gott, der Hund greift die Leute einfach an. Ganz kurz Action machen. Habe ich ein Ding dabei? Habe ich einen Fatman dabei? Bitches! Wow! Ich bin der Siedler. Das ist echt dumm gelaufen für euch. Lalalalalala. Okay, wir sagen, wir haben genug Spaß gehabt. Komm, eine Granate noch. Oh. So. Und jetzt speichern, zack. Ah. Vielleicht, also der Schlüssel müsste reichen, oder? The Biro Schlüssel. This must be reaching so much. If I can't say this in English, if you want. Okay, pissed off. Hallo? Warte kurz, Hundi. Schon wieder kaputt. Hallo. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted, so. Noch ein Neuankömmling. Guten Willkommen. Tag. Ich bin aber nicht hier eingebrochen, gell? Nur, dass du das weißt, die Tür war offen. Vielleicht gehst du mal kurz raus. Genau. Dass ich mich hier mal umgucken kann. Dankeschön. Speichern. Dogman, wir haben nicht viel Zeit. Los geht's. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Nein, wir können nicht skillen. Dogman, manchmal hasse ich dich. Warum können wir denn jetzt nicht skillen? Warum ist der Hund da jetzt dran schuld? Ich weiß es auch nicht. Was brauchen wir denn überhaupt? Was für ein Skill? Wo ist denn der? Hier, ne? Shizzle my whistle, Pete Dizzle. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ja, für... Da meint es jemand ernst. Hä? Warum meint jemand was ernst mit in dem Raum hier? Ist es? Ach so, das ist ein Gefängnis, oder? Das ist eine Gefängnistür mit einem Scheißeimer. Sobald du ein Shitbucket bei dir stehen hast, weißt du, du bist echt ein ernster. Ah! Safe-Bericht, Version 11.3. Fehlerquote 28%, Delta minus 1%. Benötigen mehr Datenproben. Anonyme Reisende 2. Ein Fehler protokolliert. Slog-Gule 5. Ein Fehler auf jeden Fall falsch positiv. Stockton-Karawane. Oh. Stockton-Karawane 2. Fehler gelöst. RR oder Inst. Mr. Timms. 0 Fehler. Finch Farm. What the fuck, wo waren die denn überall schon? Langfristige Abmachung. Boyet 1, ein Fehler protokolliert. Ehrlicher Dan. Das nehmen wir mal mit. Was waren hier noch? Commandant Büroschlüssel nehmen wir auch mal mit. Haben wir zwar schon, aber ist ja egal. Oh, da ist ein bisschen Klebeband. Wir speichern auch mal. Wir sind ja jetzt schon recht weit gekommen. Haben wir hier vielleicht noch was Leckeres zu essen? So ein Süßkuchen. Der sieht aus wie Fleisch.
Warte kurz. Naja, wir haben den Schlüssel ja am Start. Wir können ja jederzeit wieder einbrechen. Ich glaube, die gehen alle pennen, kann das sein? Sind die alle im Bett? Ah jo, Dogmeat hat etwas gefunden. Dogmeat, was? Oh, zeig. Show me that shit, Dogmeat. Come on, Dog. Hallo. Ich hasse diesen Ort. Ja. Er hat gar nichts gefunden. Ne? Hat gar nichts gefunden, der Lügner. Was haben wir denn hier? Ein öffentliches Terminal. Willkommen! Von einer kurzen Rast bis hin zu einem langen Aufenthalt haben wir hier in Covenant alles, was ihr braucht. Wir liegen inmitten des Commonwealth und haben schnellen Zugang zu den besten und sichersten Handelsrouten der Umgebung. Unsere Gästezimmer sind geräumig, gut ausgestattet und unser freundlicher Mitzerherrn, die serviert sogar kostenlos Limonade. Naja, dieses Pisse. Für große Karawanen können wir auf Anfrage zusätzliche Schlafsäcke im Rheinstein sprechen und einmal mit Fitzgerald. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns sehr, euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Goo. This is so goo. Ach Gott, wir lesen uns das jetzt mal jeder für sich durch, okay? Haltet einfach das Video an, wenn es euch zu schnell geht. Sag es doch in Freuden weiter. Der Safe Test. Ah! Haltet einfach das Video kurz wieder an. Sie machen das zu unserem Schutz halt. Ich denke, das kann man schnell, ja. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Hallo! Gut. Entschuldigung. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Penny, du versteckst doch irgendwas, oder? Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt! Das Terminal in der Gästeschlafbaracke ist für Besucher. Wir stehen vielleicht gerade hier. Da kannst du sagen, das Terminal hier. Und nicht in der Gästeschlafbaracke. Du Dummkopf. Was sag ich mit ihr? Wenn du Schmerzen hast, ach so, ja, dann sag es mir. Ja. Ich habe Schmerzen in der unteren Region. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Naja, wir haben jetzt dieses Blättelchen. Wo ist denn der Dan? Wo ist denn dieser eine Dödel, Dan? Dummdödeliger Dan? Dimble diddle dimselsen. Speichern. Dan? Wo ist der Dan? Mr. Dan? Ah. Jacobs Passwort. Das liegt einfach so neben seinem Bett rum. Jacob, ich bin... I'm proud. Prada, Libre. Okay, wir wissen also jetzt das Passwort für was. Das ist mal ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Hoffentlich war jemand nachlässig. Hä? Verschwinde! Alter. Viel Spaß. Privatgelände! Hä? Wo, was ist jetzt mal ein Schloss? Ich raff das nicht. Rasse zieht's wieder aus. What the fuck? Du hast hier nichts zu suchen. Okay. Krass. Mr. Dan. Ich hasse diesen Ort. Dan. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich habe was gefunden. Ich hoffe, du findest was. Sag nicht immer das Gleiche. Guck mal, was meinst du denn hiermit? Hast du Beweise, dass Covenant was mit der Karawane zu tun hat? Ich habe etwas. Sie leugnen, dass Doctons Leute je hier waren. Aber das waren sie höchstwahrscheinlich. Es gibt keinen Grund für Lügen, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ich stoche noch ein bisschen rum. Aber Dan, ich habe doch so einen Zettel gefunden. Kannst du das noch kurz... Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue, was ich tun muss. Aber Dan, ich habe doch so einen Zettel gefunden. Warum kann ich jetzt nicht sagen, guck mal. Da stand doch Karawane auf dem Zettel drauf. Hallo. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Ach, fick dich doch. Hundi! Kevin! Achso, warte, es gab einen neuen Namen für Kevin. Wartet kurz. Kurz auf den Zettel gucken. Den fand ich so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, ob ich meine... Gero, wo bist du? Ich hake das kurz ab, dass ich das genannt habe. Ach so, übrigens, ja, Gero als Kevin, merke ich das schon mal. Und es gibt einen weiteren Vorschlag, und zwar, dass Fallout nur jeden zweiten Tag kommen soll, aber dafür eine bis eineinhalb Stunden lang ist. Was sagt ihr dazu? Ich persönlich, ich glaube, es ist zu lang. Ich glaube, selbst eine Stunde ist schon zu lang. Das muss man dann in Etappen angucken, und das ist irgendwie Cancer, oder? Wenn man anhalten und dann irgendwann weiter gucken und so. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so cool. Ich will euch jetzt... Ne, doch, das ist halt einfach meine Meinung. Ich glaube, das ist nicht so ultra edel. Aber ihr könnt da gerne nochmal selbst sagen, was ihr davon haltet. Vor allem halt auch, wenn es dann nur jeden zweiten Tag kommt. Vielleicht ist es dann zu krass auseinandergerissen und dann halt noch so ultra lang. I don't know, dude. I don't know. Wir waren ja letztes Mal dabei, die weiteren Häuschen... Oh! Weitere Häuschen zu finden, oder... Nicht Häuschen. Schüsse nochmal, ey.
Nein. Kevin! Kevin! Die sind sau brutal, Kevin! Oh Gott. Kevin! Okay. Alter Verwalter, rocken die rein. Wir wollten weitere Dinge hier finden. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Maulwurfsratten haben. Hit me. Are you gonna try to hit me, bitch? Oh fuck, ja, 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 ja. Warum ist das so krass? Das Viech war ja mal ultra-pornös am Start. Richtig krass drauf. So, da vorne ist ein Krankenhaus. Da müssen wir hin. Ich bin total verletzt. Aber hier, das kommt zuerst. Hier vorne. Was ist das denn? Wir stacken das erstmal aus. Aha, eine Splittermine. Ein Blutkäfer, Junge, Jungtier. Halt, ein Geschützturm. Achso, das ist hinter uns noch. Covenant. Das ist Covenant. Ah, ja. Guck mal da. Wunderschönes Häuschen am See. Mars. Wo ist jetzt nochmal... Wo ist nochmal genau hier die Landmine? Die Splittermine da vorne. Okay, Kevin, I got it in the grip, dude. There are coming mo. Kevin, there are mo. Kevin! Fuck. Alter, was ist da gerade um mich drum herum explodiert? Warum ist das so fett? Kevin, greif doch mal an! Kevin, it would be nice if ya. If you could I talk these bitches. Corbin. Corbin. Oh fuck. Voll die riesigen Brummer, ne? Shit. Aber scheinbar kommen sie nicht zu mir. Sind die da drin gefangen oder was? Können die nicht die Tür benutzen? Oh Gott, was hängt denn da durch? Oh, die sind echt eklig, die Viecher. Wieso? Oh, Kevin! Shit! Kannst du mal irgend. Oh mein Gott, kommen da viele. Oh mein Gott. Vielleicht erst in den Nate oder so? Scheinbar habe ich einen gefistet. Habt ihr diese Schar gesehen wow. Nein. Alter, vorhin habe ich ein Jungtier mit einem Schuss gefistet und jetzt fressen sie ohne Ende. Warte mal kurz, hier stehen, scheinbar kommen die hier nicht hin. Oben ist bestimmt auch einer, deswegen. Oh shit. Okay, kurz was naschen. Leute, es geht rund hier. Hallo. Kevin Schild. Was für ein Faulpelz. Ah, da. Krass, ich hab ihm ein Bein abgeschossen. Er lebt immer noch. Oh, wie eklig, Mann. Die sind schon echt irgendwie widerlich, oder? Einfach so Riesenschnaken. Er hat mir den Arm gekrippelt. Dem Flieger hat mir den Arm gekrippelt. Bist du dumm? Ah, ich schieße auf seinen Blutsack, wo ich fast keinen Percentage habe. Nicht mit me. Shit, I think she's dead. Margaret's Notiz. Margaret! So, Margarete, was hast du denn aufgeschrieben? Bestimmt was Tolles. Margaret's Notiz. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg. Und ich mache mir langsam Sorgen. Achso, halt, so könnt ihr neben ihm sprechen. Wir wollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit im Bootsschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand Camps im Abfluss am Ende des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. So gehört sich die übrigens an. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Es sollte eine Überraschung sein. Sie suchen... Okay. Aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben. Und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge. Ich schaue nur kurz nach und bin bald wieder zurück. Margie. Tja, Margie, es sieht nicht so aus, dass du irgendwie Erfolg hatte. Oh, fuck, Kevin! Du altes Ferkel. Du bist mir wirklich einer. Furchtbar. Furchtbar, Kevin. Finde ich abnormal, dass du sowas machst. Wirklich widerlich, um genau zu sein. Du bist so ein Warzenschwein, Kevin. Mein Gott. Wir machen mal den Koffer auf und vergessen einfach das Geschehene. Ja. Ja. So much shit. Ah, ja. Ah. Ich glaube, du stackst irgendwie. Komm mal doch raus. Das tagt in dem Ding drin. Egal. Wir machen den Safe auf, weil wir total krasse Boys und Girls sind. Na! Hier soll. Ich bleib hier mal bei dem X. Das bringt immer Glück. Okay, vielleicht drüber. Ja. Ja, gut.
Ich war übrigens gestern schön im Livestream so ultra geflasht wieder von GTA. Es hat natürlich erstens ultra Bock gemacht und zweitens läuft es auf einer unglaublich hohen Auflösung. Ich habe das auf 3000 irgendwas, auf Hardcore-Kackwurst gestellt. Also unbeabsichtigt. Wahrscheinlich hat sich das irgendwie hoch verbessert. Ihr wisst schon, manche... Oh. Oh my god. But what? What can't do this, dude? I want to use this right now. Please, Coven, don't distract me. To Kevin. Gero soll ich ihn nennen, ne? Gero, ich bin gestuckt, Gero. Gero, sorry. War nicht geplant. Im Bootshaus lag dieses Holoband. Das heißt, das Bootshaus ist wahrscheinlich verhext. Das kann ich daraus schließen. Geschafft. Weil Holoband. Oh, Kevin, warte kurz! Psst. Nein. Schnapp dir was Nützliches. Kevin. Jetzt mal ohne Flachs. Ich muss diese Laser irgendwie. Ich muss die. Ah, wenn man hochschwimmt, man dann die Fresse poliert. Da ist nämlich wichtiges Zeug drin. Guck, da haben wir die Glasfaseroptik. Ultra wichtig. Okay. So. Oh! Jetzt habe ich die doppelläufige Schrotflinte mitgenommen, die mir dann voll in die Fresse geschossen hätte. Krass. 10. Wow. Oh, da oben ist auch eine. Haha, eine Pistole. Okay, nice. Richtig nice. Schade, jetzt können wir das noch nicht benutzen. Hä? Eben stand noch, das geht nicht. Nur weil ich jetzt das Ding noch nicht offen hatte, oder was? Alles klar. Oh Gott, wir haben hier ein ganzes Auto. Alter Verwalter, Stahl ohne Ende. Noch ein Auto. Wuhu. Ja, Kevin, leg dich hin. Du hast richtig erkannt. Wir sind home. This is home, Corvin. This is home. This is so home. Wir brauchen nur einen Mülleimer. Oh mein Gott, Kevin. Dann können wir jetzt hier auch rumfuhrwerken, ne? Ja. Wir müssen nämlich noch einiges braten. Fleisch ist unser Lieblingshauptessen. Hoch 10. Und wir müssen echt noch viel, viel kochen. Lee Green im Stoil. Oh, das war's schon. Okay. Da ist noch ein bisschen Hirnpilz. Ich weiß nicht genau, was der bringt, aber dieser Gehirnpilz ist so lecker, ne? Oh. Da draußen war auch noch einer, oder? Hier, ja. Oh. Können wir hier direkt ein Ding aufbauen? Das wäre natürlich richtig nice. Ihr wisst, was ich meine. So ein Ding, dass mehr Leute kommen. Fischissel, Schaltkreise. Ach, wir haben so wenig Zeug, ne? Pfui, bah. Naja, da müssen wir jemanden hinschicken. Dann machen wir eine Handelsroute und dann können wir direkt was bauen, wahrscheinlich. Sehr schön, dann haben wir hier was entdeckt. So. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da langlaufen? Ah, okay. Ich speichere mal. Da haben wir schon mal schön was freigespielt, um weitere Siedlungen oder um eine weitere Siedlung aufzubauen. Ich erinnere mich, dass dieser Weg, wo die hingegangen sind, dieser Russell, dass das hier hinten ist, oder? Irgendwo hier, ja, da hinten ist schon der Eingang, glaube ich. Weiß nicht mehr genau, was sich denn da drin verbirgt oder was da geschieht, aber das hier ist diese Chem-Geschichte. Oh shit, is this Russell? Dude, Ist das die... Gott, Leute, Gänsehaut. Ist das die gleiche Frau wie da hinten? Der ich den Kopf abgeschossen hab? Nee. Falls ja... Weißt du, man kommt jetzt hoch und dann ist sie weg und da hängt so ein Zettel. Du Wichser, hast meinen Kopf abgeschossen oder so. Oh Gott, ich meine natürlich dein scheiß Hund an meinen Kopf abgebissen. Dann gruselt's mich echt. Roller. Hula. Oh, das ist die Mutter. Warte kurz. Sie hat ja irgendjemandem versprochen, dass sie zurückkommt. Hoffentlich ist es einfach nur die Mutter, die sie umgebracht hat. Mary. Es ist Mary. Ist in Ordnung. Es ist Mary. Gut, Leute, wir können... Aber die sieht genauso aus wie die Margaret. Okay. Hallo? How can I help you, Blautkiefer? What are you doing here? Just go away, Blutkäufer. Blutkäufer. Boah, da hätte ich jetzt ganz kurz fast ein Schisserchen gemacht. Holla die Waldfee. Kevin bellt. Wir sind doch gar nicht under heavy attack. Russells Notiz. Gucken wir uns auch mal an. Russells Notiz. Der Russell.
Margie, ich habe mich letzte Nacht rausgeschlichen und mir das Abflussrohr am Ende des Kanals angesehen. Es ist gesprungen und wenn ich einen Teil des Mülls wegräume, müsste ich eigentlich reinkommen. Russ ist ein richtiger, krasser, abgefuckter Bastard. Ich glaube, das ist die Öffnung, die auf dem Holoband erwähnt wurde. Wenn wir diese Camps finden, könnten wir uns ein neues Brahmin kaufen. Ich werde es mir ansehen, aber ich habe Mama gesagt, ich würde zum Slog gehen, um Werkzeuge zu beschaffen, also erzähl ihr nichts. Ich müsste gegen Abend wieder da sein, Runzel. Okay, Ransel, wir gehen mal hinter dir her. What? Da konnte man nie im Leben durchgehen. Das ist natürlich, das spricht nicht fürs Spiel. Total unlogisch. Direkt den statt. Wow, ist das schön. Ist das schön hier. Bloodkippers, you're gonna die. Another Bloodkipper, you're gonna die too. Ich bin Skinny Mac Skillet. Oh shit. Kevin, behind you, Kevin. Is there someone else? No, because my name is Bloodkäufer. Oh, was? Da oben ist direkt irgendwie was. Ist Russell hier irgendwo? Sucht direkt die Leiche, Leute. Macht die Augen auf. Schreit, wenn ihr die Leiche findet. Ah, Kevin! Okay, Kevin. Das war ein bisschen deine Schuld. Muss ich ehrlich zugeben. Scheiße. Ich bin etwas unachtsam. Speichern. Öffne. Verbesserte PC. Gar kein Problem. Boom. Formal ist richtig. Doch nicht. Bevor... Das könnte es sein. Es ist es nicht. Das wird... Fuck! Das ist es nicht. Kann ich auch das Türchen einfach aufmachen? Nee. Also wir müssen hier zwingend diesen Kombuda. Also. Ah, ich hab's genau gewusst. Und wie er so macht, ne? Also. Als wenn er die Arbeit gemacht hätte. Dabei hocke ich doch hier. Und bin das Brain in the insane in the membrane. Klack, klack, Kevin. It's father time. Wir sind gleich voll, glaube ich. Was? Wir sind immer noch nicht voll? Oh! Ah ja, wir können 85 tragen. Warum können wir 85 tragen? Haben wir das hochgeskillt oder ist einfach nur gerade wieder irgendein Buff aktiviert, von dem ich nichts weiß? Alter Verwalter Kevin, ich hab's halt 3. Hier strahlt's voll eklig. Warum strahlt's genau da oben eklig? Ist da was drin? Ah ja. Ah, und jetzt geht er noch runter. Ich bin ein Grasdackel, wie er im Buche steht. Das ist ja wirklich ganz merkwürdig. Obwohl, ja gut, das sind auch diese Stahlträger. Kevin, Russell, hier ist es sau schön. Das ist der Drunsel, gell? Oh Gott, Russell. Gelöbnisanweisungen. Die Gelöbnisanweisungen. Schauen wir mal rein. Ja, tatsächlich Gelöbnis. Seid gegrüßt, Brüder. Ihr seid hier, weil es wieder an der Zeit ist, die neuesten Mitglieder in diese äußerst angesehene Verbindung einzuführen. Bevor sie Mitglied werden können, müssen sie zunächst die Geheimnisse unseres Ordens kennenlernen. Ihr findet die Substanzen, die ihren Geist öffnen werden, im Abflusskanal. So wie es bei eurer Einführung auch war. Denkt daran, den Kandidaten die Augen zu verbinden, bevor ihr sie zum Kanal bringt. Und achtet auf Leute, die zu der Zeit noch im Park unterwegs sind. Die Ältesten werden am Sonntag zum Abendessen vorbeikommen. Da müssen alle neuen Mitglieder anwesend sein. Also, haltet euch an die vorgegebene Dosierung. Ordo Oblitus Ossa. Gut, wenn er meint. Ich blicke, also ich kenne mich da nicht aus mit dieser... Können wir da etwa echt rausgucken? So ungefähr. Klar, da vorne war eigentlich nicht überall Wasser, aber naja. Krass, ja, man kann rausgucken. Das ist schön gemacht. Das spricht fürs Spiel. Direkt wieder installieren. Das sah wirklich gut aus. Ah, das sind die, so muss es sein. Einfach so Action und Informationsgaladen, verstehst du, von einem Punkt zum anderen und Ladezeiten auf einem Maximum scheinbar. That's bad. Hier könnten sie vielleicht eine Musik einspielen oder sowas. Irgend so eine chillige. Ach, Margaret, komm. Da stehst du, wie deiner Mutter geht. Hey, die hat voll den stabilen Kopf. Nicht so wie ihre Mutter. Die war total schwach. So, wir gehen jetzt mal links. Da vorne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon was essen soll. Ach komm, wir naschen was. Wir haben mal eben frisch gekocht. Apropos naschen. Ich habe auch im echten Leben irgendwie Hunger. Irgendwie habe ich sauer Hunger, ne? Ich muss gleich was essen. Oh Gott. Ja, ich erschrecke mich einfach selbst. Das war nicht geplant, der Schuss. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, gibt's da viel zu entdecken? Geiler Scheiß!
Wir gehen da. Nee, wir fangen hier oben an. Wir fangen hier bei dem Spital an. Aber da müsste hier nicht aber auch was sein. Ja doch, da müsste auch voll viel sein. Was war das? Hat doch gerade jemand gequatscht. Was war denn das, bitteschön? Da war doch gerade was geknallt. Oh, wie cool das aussieht. Kevin, wir haben noch zusätzliche Probleme, um die du dich kümmern musst. Ha. Ich bin nach wie vor, ich bin nach wie vor nicht sicher, ob wir den Kevin behalten sollen. Findet ihr nicht auch, dass wir sicherer am Start wären, wenn wir jemanden hätten, der auch schießt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe halt immer nur schießende Leute gehabt und nie Kevin. Es ist schon nice, wenn er die Leute festhält. Das ist schon richtig nice, weil die dann auch nicht reagieren. Kevin, geh nicht hin. Kevin. Ja. Kevin, du bist so dumm. Oh Gott. Kevin, das ist so ein... Kevin! Red! Die! Oh, shit! Okay, ich versteck mich einfach. Ich glaube, Kevin... Oh Gott, Kevin ist schon am Boden, ne? Und der frisst so viel, Oh mein Gott. He's fretting so much! Dieses Frettchen ist so viel. Ja, Kevin, gut, Kevin! Das kann halt ein anderer nicht, ne? Oh, shit. Okay, warte kurz. Shit. Also, ich glaube, wir sind schon noch arg schwach. Wir gehen hier wirklich weit ab von den Wegen, die eigentlich gedacht sind. Und, aber so kriegen wir halt ultra viel Erfahrung. Kevin, kannst du noch auf den gehen, bitte? Danke. Beiß dir mal, Kevin. Eine Planke, wow. Okay, ich gehe jetzt totally Berserker. Berserker. Schnell. Bam! Oh ja. Geil. Sehr geil. Was hat der gehabt? So, da hinten wird Ultra geschossen. Krass. Laser. Da wird mit Laser hantiert. Bevor wir dann in dieses Krankenhaus gehen, werden wir das kurz abchecken. Oh Gott. Geil. Wer schießt da? Wer kämpft da? Warte mal. Hey. Warte. Karawanenwache! Kevin, das sind unsere Leute! Follow me, Kev. Wer hat denn da Laserpistolen? Was für ein Wahnsinniger. Ein Synth! Lernen wir euch auch endlich mal kennen. Penis! Echt Glück. Ja, ich hab das für dich gemacht. Kannst du mir vielleicht Geld geben dafür? Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Okay! Tschüssing! Swagish Run! Wir haben hier eine... Oh, shit. This is a rider. Dude, this is another rider. Warum ist die Pistole stärker als unser... Ist unser Knüppel nicht ultra krass? Wer ist unser Knüppel nochmal? Warte. Zachary. Hä? Warte. Kurz. Ah, ganz oben, der Zackschuckler. 35. Wie im Leben. Nie im Leben hat dieser Impro-Repetierpistolen-Bums mehr wie wir. Fuck. Warum finde ich es nicht? Wo ist es hin? 35. What the fuck? Okay. 308er. Was hat denn unsere andere 308er Waffe? 44. Klar, das ist die Snipe. Haben wir nicht noch so einen? 35. Nee, dann brauchen wir das eigentlich nicht. Die können wir wegschmeißen dann, falls wir zu fett werden. Okay. Hier ist irgendwas. Das heißt, glaube ich, grundsätzlich, dass hier irgendwas am Start ist. Was man finden kann und so. Also, wir haben diese Laserpistole von eben noch gesnackt. Wo ist sie denn? Institutpistole. 7. Wow, das ist ja wirklich... Nice. Naja, nicht wirklich gut. Das werden wir, glaube ich, nicht live spielen. Guck mal, hier gibt es so geil viel zu entdecken. Wir gehen über links und laufen alles ab, okay? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oh, nicht mehr viel. Shit. Ich will noch kurz den Sumpf da vorne entdecken. Und da hinten dran ist noch ein Haus. Ah, ich lieb voll laut. Das ist so nice. Warte mal. Und wir können auch noch weiter hier nach links gehen. Da ist 100 Pro noch was. Sitzt da vorne jemand? Wir umlaufen das mal kurz. Ich habe da vorne sitzt jemand. Wir brauchen einfach mal mehr AP. Da müssen wir auch mal reinskillen. Ich habe schon gemerkt, dass im Fight, in diesem Q-Modus, den wir fast nie benutzen eigentlich, auf dem PC ist es irgendwie nicht so wichtig.
Was war das? Ah, das ist Kevin. Dass wir sehr wenig AP haben. Alles klar, komm, die schnetzeln wir ab. Hey, Raider, Raider-König. Oh, oh. Gehört das auch noch zu denen? Wahrscheinlich, ne? Ich bin jetzt hier versteckt und du findest mich nie im Leben. Hm, Kevin, danke. Weil Kevin macht irgendwelche Kevin-Geräusche. Nein! Nein! Kevin, beißt dir mal den anderen. Ich muss hier noch kurz aufsammeln. Hä? Das ist ein anderer Hund! Der hat eine Hunderüstung an. What the fuck, Kevin? Ich glaube, du wirst bald berühmt. Oh, fuck! Der hat mich fast gebumst. Der hat mich fast gebumst. Das letzte Tage, Kevin, so musst du drauf sein. So richtig krass am Start. Kevin, ich spüre das. Hunderüstung. Oh mein Gott, Kevin, du wirst so krass. Hey. Du wirst so ultra krass handeln. Pass auf. Shit, dude. Leichte Hunderüstung. Kevin, sofort anziehen. Waffenjagdgewehr. Kann ich ihm das ausrüsten? Nee, aber das kann ich ihm ausrüsten, ne? Mit T. Oh, wie cool er jetzt aussieht! Es wäre so edel, wenn Kevin noch schießen könnte. Ich brauche einen Drink. Ein guten Zeug, nicht dieser schwarzgebrannte. Die hat nicht gemerkt, dass wir gerade ihren Hund gefistet haben. Okay. Willkommen. Hm? Ja, ach, scheiße, wir kommen gleich. Gleich sind wir da. Ich habe schwarzgebranntes dabei. Hallo, hallo. Da ist nichts mehr. Hä, wo ist denn die? War die. Oh Gott, war die neben mir gestanden da unten? Das ist. Ach, da kann man rein, okay. Gut, dann gehen wir halt. Was zum? Hä? Wie hat die denn. Wie ist die denn jetzt gelaufen? Ja, sie nimmt ein Stimpack. Kevin, kannst du mal irgendwas machen, bitte? Oh Gott. Ey, was ist mit Kevin los? Okay, wir brauchen wahrscheinlich unsere Wumme jetzt. Ja, beiß zu. Oh. Beiß zu, Kevin! Es wäre so nice, wenn Kevin irgendwas machen würde, aber er chillt einfach sein Leben. Jetzt hat... Ja, dann guckt er mich an. Habe ich das gut gemacht? Nein. Kevin, das war echt scheiße, Mann. So, Gedudel aus. Einmal schlurfe gleich. So, eine Stunde. Boom, Schakalaka. Und wir beenden hiermit die Folge, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.